So, ich glaube, wir müssen erstmal. Ach, hier ist 216. Hier ist schon 200. Er bekommt sie nicht. Er bekommt sie nicht. Er bekommt sie nicht. Verdammt. Und wir haben uns wegen der Schocktherapie Sorgen gemacht. Er hat bereits einen Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön. Finde heraus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Symbol. Ich habe es schon mal gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht in Mams Buch? Sie sehen definitiv vertraut aus. Dieses bedeutet Schutz. Warte, Vertrag? Sie weiß es noch, sie weiß es noch! Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Wow, jetzt wird's ja richtig spannend. Iris kann mich sehen. Sie ist auch ein Medium. Wie krass ist das? Echt, jetzt mega spannend. Aber man muss sagen, schön die Zeichnung, wenn auch beängstigend. Hier unten überall die Glocken, das würde ich mal sagen, ist Feuer. Ja, eine Art Scheiterhaufen und da oben eine Frau, die verbrannt wird und natürlich das Symbol. Was haben wir hier? Hände, die nach was greifen die? Nach einem Besen? Ich habe keine Ahnung, das sieht aus wie ein Besen. Und der Glockenmörder, der gerade eine Frau ermordet. Ah, das könnten sie und ihre Schwester sein. Sie hat ja gesagt, töte meine Schwester nicht. Echt schön gezeichnet. Mal ganz nebenbei. Eine Katze. Irgendwelche Monster oder Dämonen. Ein Mann mit Spritze. Und das da unten könnte sie sein. Okay. Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Stelle fest, was Iris über den Glockenmörder weiß. Okay, untersuche Iris Zimmer. Gut, dann müssen wir das jetzt sowieso machen. Was will Iris uns mit dieser Zeichnung mitteilen? Auf dem Scheiterhaufen verbrannt, geköpft, Hut, Windspiel, Glocke erhängt. Na gut, das ist jetzt nicht schwer. Würde ich sagen, auf dem Scheiterhaufen verbrannt und Glocke. Symbol im Sand. Das betrifft einen Glockenmord, das Verbrennen eines Opfers auf dem Scheiterhaufen. Erinnert euch mal relativ am Anfang, am Strand, da saß eine Frau auf der Bank und die hat irgendwas von wegen Hexen erzählt. Hat das Ganze vielleicht was mit Hexenverbrennung oder so zu tun? Aufgewühlt. Gestörte Zeichnung. Iris muss ihre inneren Dämonen mit dieser Zeichnung ausdrücken. Können wir da auch irgendwie die Details anzeigen? Nee, schade. Was will Iris uns mit dieser Zeichnung mitteilen? Brüder, also verbunden, zwei Mädchen isoliert, Sonnenblumenfeinde kämpfend, Brüder. Nein, ich würde sagen zwei Mädchen und verbunden. Oh.
Iris hat eine Zwillingsschwester. Ach, krass. Okay, was will sie uns mitteilen? Gejagt, sicher, gequält, sich zurückziehend. Wahrscheinlich gejagt und gequält, ne? Wir gucken uns doch jetzt gerade diesen Mann mit der Spritze an, oder? Aber die Dämonen, deshalb gequält und gejagt. Okay, 4 von 7. Iris gefangen genommen. Iris wurde von ihrem Angreifer gefasst. Okay, ich schaue jetzt gerade nochmal hier. Habe ich da vielleicht den entscheidenden Punkt übersehen, um das hier zu analysieren? Nee, ich glaube nicht. 4 von 7 haben wir. Wir werden ja mit Sicherheit beim Reden gleich noch einige bekommen. Huch. Warum geht diese Tür nicht auf? Okay, oh. Kunsttherapie. Ah. Warum sollten sie ihr Stifte geben? Ist das irgendwie Teil ihrer Therapie? Umgekippt. Okay. Iris scheint im Moment sehr aufgewühlt zu sein. Gut, damit haben wir 6 von 7. Wofür sind diese Dinger? Für eine Art Kunsttherapie oder sowas? Macht nein. Blau. Blaue Augen. Kalt wie der Tod. Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen. Wolfsaugen. Blaue Starren. Okay. Jemand mit blauen Augen zerstörte Iris sehr. Verstörte, aber zerstörte wahrscheinlich auch. Das Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war's? Was hast du gesehen? Armes Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Lasst uns in Ruhe! Alles okay? Ronan. Es ist Rose. Flammen. Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben! Wer seid ihr? Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr, hilf ihr. Na los, sie kommt mit uns. Nein, ihr nehmt sie nicht mit. Hör zu, willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit uns. Such's dir aus. Wow, jetzt geht's erst richtig los.
Iris und ihre Schwester wurden vom Glockenmörder gefasst. Iris entkam, aber ihre Schwester verbrannte. Krass, ich find's gerade mega spannend. Hilf Iris und Joy bei der Flucht aus der Anstalt. Okay. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mal wieder schauen, wie es hier mit Dämonen aussieht. So, das möchte ich mir jetzt noch holen. Das hat ja vorhin nicht mehr geklappt. Zeitungsartikel Nummer 5. In einer gestrigen Pressekonferenz des Salem Police Departments bestätigte Polizeisprecherin Ingrid Larsen, dass kein Verdächtiger verhaftet wurde und es keine neuen Hinweise in dem Fall gibt. Während wir die Bürger Salems anhalten, ruhig zu bleiben und ihr normales Leben fortzusetzen, sagte Detective Larsen, ermuntern wir gleichzeitig die Leute, mit jeglichen eventuell hilfreichen Hinweisen an uns heranzutreten. Es liegt jetzt bei uns allen, zusammenzuarbeiten und unsere Gemeinde sicher zu machen. So. Ich glaube, wir fallen ganz schön auf. Nee, keiner weiß was. Wir unterhalten uns hier doch nur, oder? Es ist mehr als das. Du glaubst, wir sind unsichtbar, aber die Leute sehen sowas. Nur wenn sie durchs Fenster in deine Wohnung gucken, während wir, du weißt schon. Psst, nicht so laut. Deinetwegen werde ich noch rot. Vor allem, schaut mal, er ist so total jung und sie ist doch voll alt. Guckt mal bitte ins Gesicht, die hat voll die Falten. Also im Gesicht sieht die ja fast schon Oma-mäßig aus. Und er noch jung und knackig. Wenn er nur nicht so ahnungslos wäre. Aha, hat er es nicht so drauf? Das hier fängt allmählich an, mich abzutören. Oh, okay. Und was sagt er dazu? Dann sieht sie noch heißer aus. Ja, total. Ich glaube, ich kann nicht bis zum Schichtende warten. Na komm, dann schnappt euch ein Zimmer und gut ist so. Ich wollte jetzt mal eben schauen, was hier noch so auf uns wartet, wo wir eigentlich hin müssen. Joy und Iris sind da hinten. Oh, hallo. Es reicht. Nerviger Ach, Arzt. So eine wieder. Messer. Auf zur Hütte. Sofort. Okay, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass das jetzt die gleichen Texte sind. Ich meine, dafür hätte man sich schon irgendwas anderes einfallen lassen können. Ein, zwei Sätze wären ja jetzt nicht so das Problem. Ach so, ihr seid schon hier. Ja gut, dann schaue ich nochmal schnell hier rein, in die Duschen. Aber das ist nur Wasser. Okay, gut, dann müssen wir jetzt hier einmal den Poltergeist spielen. Und hier. Mädels? Mädels, kommt ihr? Kommen Sie, kommen Sie. Komm, 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 komm. Da ist der Ausgang. Okay, sehr gut. Hätten wir das auch geschafft? In die Stadt. Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, einen Vertrag geschlossen zu haben mit Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat? Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Wo habe ich diesen Scheiterhaufen schon mal gesehen? Ich habe keine Ahnung. Gala-Einladung. Ist das ein Scheiterhaufen da drauf? Weil spontan habe ich gerade keine Ahnung. Ich kann mich nicht daran erinnern, den schon irgendwo gesehen zu haben. Also das ist alles sehr unwahrscheinlich. Aufenthaltsort, Verbindung zwischen den Morden. Fan der Geschichte Salems? Gala-Einladung. Ist das... Soll das ein Scheiterhaufen hier sein? Ich habe gerade wirklich
Keine Ahnung, ich kann mich nicht daran erinnern. Wo haben wir den gesehen? Mordwaffen, Quatsch, Buch über Geister, da hat er gar nicht reingeschaut, also Quatsch. Auch Quatsch. Ähnlichkeit der Symbole, nee, das sind nur die Symbole. Flyer der Vermisstenmeldung, nein, Verbindung zwischen den Morden. Das war die Pinnwand im Polizeirevier. War da ein Scheiterhaufen drauf zu sehen? Ich weiß es nicht. Statusabfrage, nein. Fan der Geschichte Salems? Da weiß ich gerade nicht. Ist das jetzt das Buch? Das Buch der Mutter? Leute, ich nehme jetzt das hier. Nehmt's mir nicht übel. Aber, ja, ich nehme das Gala-Einladung. Ein Flyer der Gala im Historischen Museum. Ja, das könnte doch passen. Ich probiere es jetzt. Ja! Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komme später nach. Geh! Gut, komm, Iris. Okay. Was zur Hölle hat die Gala im Museum mit dem Mord an Rose zu tun? Okay, das haben wir abgeschlossen. Ich habe gerade irgendwie keinen Sound. Untersuche die Gala auf Verbindung zum Glockenmörder. Okay. Gala. Was? Gala-Einladung untersucht. Der Mord an Rose steht vielleicht mit dem Ausstellungsstück im Museum in Verbindung. Okay, Leute. Ich wollte jetzt... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte gerade mal eben nachschauen, wo wir hier unsere Nebenfälle sehen können. Da. Aber gab es nicht auch eine Anzeige nur für diese Nebenmissionen? Nachrichten des Geistermädchens, Geistergeschichten. Das waren die, ne? Das sind diese Nebenmissionen. Oder, wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin, ein nasses Grab? Ja, das haben wir. Mann in Kiste haben wir auch. Okay, es fehlt uns eine Säge in der Kirche. Im Polizeirevier fehlen uns zwei Gewehre. Haarkranz, das war auf dem Friedhof. Fehlen uns vier. Ewige Flamme. Wo war das denn nochmal mit dem Gas? Was war das denn nochmal für ein Schauplatz? Ich weiß es nicht mehr. Gut, Leute, ich habe es ja angekündigt. In der nächsten Aufnahmesession werde ich mich erst diesen offenen Nebenmissionen hier widmen, weil ich die Geistergeschichten einfach super toll finde. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einigen von euch da genauso geht. Und dann, ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir es in einer Folge hin, direkt die ganzen Nebenmissionen zu machen und machen dann im Museum weiter. Oder vielleicht brauchen wir da auch ein bisschen länger für. Wir werden sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.